So, damit ein herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft DNS auf dem Kanal. Es hat sich ein klein wenig was getan. Unten sind die ganzen Kisten weg. Die letzten drei Barrels, die noch über sind, sind hier. Der Rest ist alles hier im System mittlerweile. Das sieht man auch an der vierten Festplatte. Und wir können ja mal hier kurz reinlucken. Also hier ist schon relativ viel. Und hier hinter ist schon ein bisschen was verkabelt und wir können ja mal kurz nach unten gehen, da ist mittlerweile großer Umbau. Ihr seht hier, die ganzen Wände sind schon fast alle weg und ja, hier unten werden dann später die ganzen Maschinen kommen, die so automatisch gesteuert werden oder auch nicht automatisch. Wahrscheinlich hier unten werden wahrscheinlich die ganzen nicht automatischen Maschinen hinkommen. Mit einem Craftingplatz und allem drum und dran und hier oben. Vielleicht hier oder noch eine Etage drüber kommen dann die ganzen automatischen Maschinen. Da ich jetzt schon von automatisch rede, wir wollen heute anfangen mit diesem automatischen Crafting. Zumindest erstmal die ganze Vorbereitung treffen. Sprich, wir brauchen ein Petter-Terminal, wir brauchen ein paar Interfaces. Wichtig ist, wir brauchen eine Crafting-CPU, wir brauchen eine Storage für die Crafting-CPU, dass die auch die ganzen Materialien sich zwischenspeichern kann, um dann nach und nach abzuarbeiten. Ja, und damit fangen wir heute erstmal an. Sprich, wir brauchen ein ME-Terminal. Oh je. So, wir haben ME. Okay, was schreibe ich, wenn ich Pet. Ah, das ist das Pattern-Terminal, sehr gut. Bedeutet. Okay. Wir brauchen sowieso erstmal ein ME. Ein ganz normales ME-Terminal. Was haben wir hier an? Eins haben wir hier noch drin, sehr gut. Okay, dann brauche ich einen hiervon. Ich brauche einen hiervon. Zwei hiervon. Wo ist mein Silicon? Silikon, da ist er auch schon. Zwei hiervon. Den auch. So, dann brauchen wir den und den. Ach, die Maschine von meinem Nachbarn arbeitet wieder. Sprich, wir überspringen gerade eine Nacht. So, einmal davon. Jetzt bitte den. Achso, den da sollte ich vielleicht auch noch einsetzen. Dann können wir den schon wieder rausnehmen. Der da rum. Oh, der war ja jetzt fies. Okay. Ist ein Schwein gehabt. Weil ich zu voreilig war. Und dann kommt die beiden da rein. Die beiden kommen runter, der kommt zum Beispiel nach oben, die beiden kommen dahin, der kommt dann da nach oben. So, das haben wir gemacht. Gehen wir mal hier drüben rein. Pattern. Das ist das Pattern-Terminal. ME-Terminal. Stehen überhaupt drin? Holz musste ich reingepackt haben, ne? Genau. Was fehlt denn hier jetzt noch? Oh! Okay. Ich sehe schon, alles klar. Okay. Fluxdust. Ich hab's geahnt. Bitte nicht abschmieren, danke. Und da ist das Spiel gecrashed. Sehr schön. Ihr seht jetzt natürlich gerade nichts. Ich mach's direkt neu auf. Dann dürftet ihr auch gleich wieder was sehen. Ja, was sage ich in der Zeit? Ich habe mir schon mehr Arbeitsspeicher bestellt. Ich nehme stark an, dass ständig mein Arbeitsspeicher verläuft.
deswegen der Client abstürzt. Nun komm schon, los. Das ist ganz komisch, wenn ich viel mit NEI arbeite, und da seht ihr schon wieder was. Also solltet, wenn ihr nachher den schwarzen Bildschirm kriegt, nicht erschrecken. Das ist nur, weil der Client abgestürzt ist. Naja, dann starten wir den Client neu. Das dauert so seine Zeit jetzt. Aber wie gesagt, normalerweise... Ich werde einfach Minecraft noch mehr Arbeitsspeicher zuweisen müssen. Es kann aber auch sein, dass dann Java irgendwann sagt, nee. Anders kann ich mir das jetzt nicht mehr vorstellen. Oder es liegt wirklich an meiner Internetleitung. Weil wir spielen das ja nun auf dem Server. Falls ihr, habt ihr ja, denke ich mal, schon festgestellt. Gut, dann werde ich das wohl dann cutten. So, und damit der Netz kommt zurück. Das war für euch ein kleiner Cut. Ich habe das jetzt mal gecuttet. Ihr braucht ja jetzt hier nicht über 3 Minuten euch den Startbildschirm von Minecraft DNS anzugucken. Also wir müssen nicht so viel im NEI rummachen und ja. Gut, wir werden uns mal hiervon nochmal ein bisschen Flux-Dust holen. Das alles automatisch craften kann. So, Flugzeug haben wir da. So, nochmal ME Pattern Terminal. Das brauchen ME Crafting Terminal. Das habe ich schon da. Das brauchen ME Terminal. Das brauchen goldenen plus hier noch einen goldenen. Also 2 goldene Chipsätze brauchen wir da noch. Sprich 2-mal die. So. Die Logic Press. Dann brauchen wir noch... Wer hat mein Silicon wieder gesehen? Da ist er. Mein Redstone. Alles klar. Lass das jetzt hier mal ein bisschen schneller voran geht, können wir ja mal. Ne, ja, die lassen wir da jetzt drin. So schlimm ist es ja nicht. So langsam ist die Maschine ja ohne gar nicht. Aber später fürs Autocrafting komme ich nur Geld, weil. Versteinerungskarten rein. So, 2x Silicon. Das dahin, das dahin und das dahin. Schön, zack. So, MEPA. Für Pattern Terminal. Das, das. Das. Dann kommt das Crafting Terminal. Und dann kommt das Pattern Terminal. Was kommt da hin? So, das Pattern Terminal. In diesem können wir unsere ganzen Rezepte anlegen und auf sogenannten, ja, also ich würde jetzt beim PC würde ich jetzt sagen CDs, und hier sind es halt so Art, sehen aus wie Festplatten, sind aber Disketten. So, das war der erste Streich, den wir heute bauen wollten. Der zweite ist eine Crafting. Ja, wir
mehr schreiben könnte, wäre es klar ein Vorteil, wa? CPU, was passiert da? Nee. Dann gehen wir mal auf Applied Energy Sticks. Und gucken uns mal an, wie das Ding heißt. Crafting Monitor.
Tja, da war mein Mikro gemutet. Warum? Egal, ihr habt jetzt gesehen, dass wir nach und nach jetzt angefangen habe, die ganzen Prozessoren, die wir brauchen, erstmal zu bauen. Wir müssen demnächst ein, oder ich muss demnächst meiner losschicken, der mir nur Certus Quartz am besten sammelt. Und das muss ich mal gucken. Das am besten nicht in so einer Welt, in der normalen Welt, sondern lieber in einer Welt per RF-Tools. Aber dazu müsste ich hier mal wieder einer meiner Nachbarn aktivieren, die mir auf den Server kommen müssten. Und mir das mal zeigen. So, dann machen wir den noch bitte. Und den noch bitte. Ich sag, das wird heute noch relativ kurze Folge für euch. Also da kann das schon mal wieder rein. Wir wollten nochmal Applied Energistics aufmachen. Applied Energistics und wollen erstmal diese bauen. Genau, natürlich genau falsch rum gebaut. Ach schön. Aber die können schon mal rein. Die braucht man sowieso immer mal wieder. Pure. Den hier. Den hier. So. Ich hoffe, man hört das Klicken meiner Maus nicht so unbedingt. Müsste ich mir gleich mal anhören. Das. Dann haben wir das und dann bauen wir den Rest. Wir müssen sowieso gleich noch mehr Prozessoren machen, weil wir ja die 4K da bauen. Weil die 64K kriege ich noch nicht hin, das weiß ich jetzt schon. Also wir brauchen es, auf jeden Fall brauchen wir die. Und dann brauchen wir die. Ja. So, das ist die eigentliche Crafting-CPU, die soll dann später hier drüben irgendwo stehen, hier. Das ist die Crafting-CPU. So, dann brauchen wir jetzt nochmal so eine. Warum verschwindet das denn immer? Das ist ja kacke hier im Moment. Dann war jetzt einfach mal ein Standard-Choice. Ich hoffe, das bleibt dann hier mal drin. Und dann diese 4K brauchen wir nochmal so eine. Sprich nochmal zwei Kalkulären, eine Gold, die Gold habe ich noch da. Und dann gleichzeitig brauchen wir noch die. Eine Gold habe ich da, dann brauchen wir nochmal zwei von den Pure. Bedeutet zwei hiervon. Mensch, jetzt bin ich doch froh, dass ich den Mute-Knopf habe, denn sonst hätte er mich jetzt voll niesen gehört. So. Zwei hiervon. Redstone. Ups. Wo drehe ich mich denn hin? Hier muss ich mich hin rein. So. Also zwei Silicon. Ihr seht das, also ich möchte euch damit eigentlich nur zeigen, dass das wirklich Arbeit ist. Diese ganze Scheiß-Crafterei. Deswegen will ich das so schnell wie möglich alles automatisieren. Dass man im Endeffekt nur noch schnell die Rezepte einmal erstellt und dann sagt, ich hätte gern so und so viel davon und der craftet sich das nach und nach.
kommt dahin, das kommt dahin. Ich glaube, so ein Monitor müssen wir uns dann auch noch bauen, so ein hier. So, das haben wir gemacht. Also brauchen wir jetzt eine hiervon. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So, bitte, ich kann die jetzt noch bauen. Sehr gut. Ja, hiervon brauche ich jetzt bitte eine. Jetzt die 4K. Die 4K braucht ein Pure und 3 Gold. Und jetzt ist halt die Frage. 4, 8, 12. Diese können wir gar nicht bauen. Die 1K könnten wir bauen. Die 1K ist ein bisschen klein, würde ich behaupten. Ich würde am liebsten gleich die 64K bauen, aber ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Das hier wird das Problem. Ich brauche 3 4K. Um 3 4K brauche ich 9 1K. Ich brauche jede Menge Service Quads. Also die hier. Okay. Wo ist mein Miner? Miner. Da. Du bekommst ein Tesseract. Ich kein Tesseract mehr hier drin? Warte mal, lass mich mal kurz nachgrübeln. Hier steht einer. Unten steht einer, da steht einer, und wir sind alle vier verbraucht. Ui, scheiße. Da kann ich die nicht mal probieren. Moment, jetzt, das interessiert mich jetzt aber mal. Nicht mehr zeigen hier. Genau, hier ist auch Strom. Hier kann ich doch rangehen. Und zwar brauche ich jetzt die Kondu. Am besten die und am besten die. Dann brauche ich noch ein Smart Cable. Dann nehmen wir mal eins mit erstmal. Und dann brauche ich noch ein Import. Der da. So, und jetzt starten wir einen Test, einen Live-Test. Ich habe den Miner. Der Miner braucht ein bisschen Kabel. So, am besten durch den Boden. Das müsste doch eigentlich schon reichen, oder? Jetzt hat der Miner Strom. Jetzt kriegt der Miner. In der. Ich zwei da. So, die eine in der Kiste. Wo sind die Konduits hier? Jetzt da der. Ups. Okay, das geht nicht. Verstehe. Dann nehmen wir das Smart Cable bitte. Gehen halt hier hin. Setzen hier den hier rein und setzen hier vor die Enderkiste. Und hier hinten dran setzen wir auch die Enderkiste. Probleme löst. So, und jetzt brauche ich für dich ein Config. Oh, Dictionary, wie heißt das jetzt? Da oben steht's.
passiert, wenn ich einfach nur 2, 4, 4 eingebe? Hier könnt hier rein. Okay. Ich glaube, ich muss mal kurz zu meinem Nachbarn. Da ein Ohr da drin hat. Mir würde ja das Ohr völlig ausreichen, wa? Junge, bitte nicht abstürzen. Alles klar, wir lassen es für heute. Ich gucke, dass ich demnächst jetzt mehr Sweater Squads rankriege und sage, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Sonst sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft DNS.